Ich rufe mal zu als erstes in die blaue Ecke. Mike Engel! Mike Engel, 1:0, sein Rekord. Mehr weiß ich leider im Augenblick noch nicht über ihn. Ja, sein Gegner. Sein Gegner hier bekannt, Wahid Arslan. Vom Team Kimura Hunter. Ah, Abeku in seiner Ecke. Ja. Abeku. Ja, ja. Abeku wird demnächst auch in Berlin kämpfen. Vom Team Ivory MMA aus Hamburg. Genau. So, jetzt geht's los. Der Volker, der ist hier jetzt der Kampfdichter für diesen Kampf und der hat schon die Helmkamera auf. Ohne Helm. Ja. Hier gibt's noch eine Kopfhautmassage. Ach. Und in seiner Ecke niemand Geringeres als Armin Krakui. Der heute übrigens seinen Braungurt im BJJ bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch, Armin. Ja, Verinja, herzlichen Glückwunsch, Armin. The Terrible Arslan! Vielen Dank, Palle. Welcher Mahon? Danke, vielen Dank, Palle. Ohne euch hätte das nicht geklappt, danke. Kommt sein Gegner, Wahid Arslan vom Team Kimura Hunter hier aus Bremen. Was für Beine. Ja. Sehr erfahrener K1-Kämpfer. Aber im MMA 0:2. Ja. Hat leider bisher immer durch Submission verloren. Hat es nie geschafft, sein Striking mal so richtig auszuspielen. Und da können wir auch gespannt sein, ob ihm das heute gelingt, weil ich denke mal, die Ecke vom Abeku, die werden schon seine beiden Kämpfe analysiert haben. Und werden wahrscheinlich versuchen, auf den Boden zu gehen und das dort zu entscheiden. Weil mit Wahid das auszuboxen, das wäre gefährlich. Ich glaube, den Nachnamen kennt ihr alle. Ich brauche euch nur vorstellen. Wahid the Terrible! Wahid the Terrible! Oh yeah. Volker Dietz mit einer GoPro? Mit einer GoPro. Jetzt ganz up to date. Die damit auch auf ihrer Seite dann Werbung macht? Ja. Schauen wir mal. Irgendwie nimmt steht ihm gerade keiner wahr. Muss an der Kamera liegen. Wahid sieht böse entschlossen aus. Der will's wissen. Ja. Und ich würde auch sagen, die Zuschauer sind eindeutig auf seiner Seite. Ja, das ist na klar ein bisschen schwierig, wenn jemand aus Hamburg zu Besuch kommt. Lokalkonflikte? Ach so, ja, nee, doch nicht wegen so einer Kleinstadt in unserer Nähe. Für diesen Kampf haben wir Rückfall. Zur ersten Runde, Round 1. Here we go. Komm mal! Ob das über 3x5 Minuten geht? Ich denke nicht. Hier coacht gerade jeder aus dem Publikum den Wahid mit. Erst den Jeff, dann den Uppercut. Oh, harter Uppercut. Aber der Clinch. Jetzt das macht Mike ganz gut. Jetzt hat er es schon geschafft, dass Wahid nicht mehr in dem gewünschten Game drin ist. Wahid versucht einen Trip-Takedown. Ob der Engel zum Erzengel wird. Knie von Wahid. Stopp, stopp,
Mach mal ein Knie von weit. Ball pammelt und wird geworfen. Weit kommt hoch, schafft den Reversal, ist in der Halfguard oben. Weit trainiert gerade ganz viel mit Piotr, der ihn gerade auch coacht. Weit jetzt in der Guard von Mike. Versucht aufzustehen. Er sollte einfach rausgehen, er ist doch der bessere Stand-up-Kämpfer. Warum jetzt die Gefahr auf sich nehmen, an einem Armbar zu landen? Ja, aber nicht jetzt mit Ellbogen. Und steht auf, bleibt draußen. So, Volker geht dazwischen, stellt Mike wieder hin. Es geht im Stehen weiter. Der Cross. Harter Kick von Wahid. Wahid ist Rechtsausleger. Und er kann ganz gut mit seinem vorderen Bein treten. Das sind harte Tritte. Das sind richtige Peitschenschläge. Und wieder. Aber er folgt nichts. Da folgt nichts drauf. Das ist, glaube ich, jetzt auch gerade nicht das, was er will. Und ist wieder im Clinch. Da wäre er besser bei der VX. Oh! Da den hoch rausgehoben. Sollte ihn aber wieder aufstehen lassen. Oh, oh, da ist ein Bein in Gefahr. Inside, inside hier, look. Wieder reingegangen mit dem Knie. Keine gute Entscheidung. Für Wahid. Wahid hält sich da am Ringseil fest. Da kommt er fast in die Mount. Jetzt wieder Halfguard, Wahid oben. Fast in die Mount ist der Halfguard. Das hat Mike aber auch gut gemacht von unten, dass er ihn da jetzt noch kontrolliert hat. Und immer wieder, jetzt ist er schon wieder an seinem Bein. Und versucht nochmal den Heelock. Oh, 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 oh. Das ist eng, das ist eng. Aber da verliert er ihn. Glück fürs Team von Wahid. Das weiß man ja oft erst am nächsten Tag. Ja. Wenn sich so ein Kreuzband verabschiedet, das muss nicht sofort wehtun. Aber auch schön, Wahid sprawlt schön. Mike versucht auf Guard zu gehen. Mike sollte weiterhin die Füße angreifen. Das war bis jetzt die Achilles-Szene von Wahid. So fängt er sich nur das Ground and Pound ein. Volker lässt Mike wieder aufstehen. Es geht im Stand weiter. Letzten 10 Sekunden der ersten Runde. Oh. Da liegt Mike ein bisschen viel in den Schlag. Ein Dank an die Sponsoren der Veranstaltung und der Hinweis am 23.08. No Compromise FC Nummer 4 in Kiel. In Kiel. Stefan Larisch gegen Roman Kapranov.
Das wird garantiert ein Grappling-Kampf. Second Sound Betreuer wieder aus dem Ring. Weiter geht's, spannender Kampf. Unglaublich, dass die beiden in einer Gewichtsklasse sind. Ovahedis ist Meister im Cutten. Der wiegt heute nicht mal mehr annähernd das, was er gestern gewogen hat. Ringfall für die zweite Runde, Round 2. Aber sowas geht auch immer auf die Kondition. Eine Hauen wird eine Frage. Inside Low Kick mit dem hinteren Bein. Weit fintiert da schon wieder viel. Und nochmal. Und das ist eine gute Strategie, wenn Vahedi weiterfährt, das vordere Bein von seinem Gegner erstmal hart zu bearbeiten. Ja. Dann kommt da nichts Unerwartetes und ist mehr an Takedowns. Spielt ein bisschen oben. Unten geht er dann hart ran. Das macht er ganz gut. Und besonders bringt der Mike damit komplett aus seinem Rhythmus. Der versucht nicht mal mehr einen Takedown. Und da war die rechte drin zum Kopf. Da hat er nur drauf gewartet. Mike versucht hochzutreten und in dem Moment schlägt Vahedi zu. Und da verabschiedet sich so langsam das Frontbein. Harte Linke. Die Schlaghand von Vahedi ist ja richtig hart eingeschlagen. Und dann nochmal zum Körper. Und führt auch das Publikum. Halt die Trab, Junge! Halt die Trab jetzt! Auf jemanden im Rückwärtsgang zu shooten, das macht keinen Sinn. Vahedi Schlaghand wieder drin und wieder, da geht er runter. Vahedi Hammerfist, hartes Ground and Pound. Der will es jetzt beenden, aber lässt sein Bein wieder zurück. Der lässt sein Bein wieder zurück. Unglaublich. Linke Hand zum Kopf, harte Schläge. Jetzt ist Vahedi auf dem Weg zum Rücken. Aber Mike hat noch den Arm. Nee, verliert ihn. Muss sich in den Schlag reindrehen, um den Rücken nicht zu verlieren. Vahedi sollte wieder aufstehen. Oh nein, Vahedi geht in die Mount. Und Mike versucht da mit den Füßen Vahedi weg. Und Backdoor Escape. Und versucht gleichzeitig eine Backdoor Escape. Vahedi kontrolliert ihn. Bringt jetzt die Hooks rein. Hartes Ground and Pound. Ob Mike das noch übersteht. Oh, das war wieder eine harte Linke zum Kopf. Und noch eine. Da klingelt es gerade ganz gut. Aber er versucht den Armbar. Er hat den Armbar. Unglaublich. Unglaublich. Vahedi tappt nicht ab. Vahedi tappt nicht ab. Oh, 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 das ist ganz eng. Das ist ganz eng jetzt. Da ist der Tipp. Unglaubliche Leistung von Mike. Das ist ja fantastisch. Ein absoluter fantastisch. Völlig auf Autopilot geschaltet. Das ist unglaublich. Was für eine Leistung, in der Situation noch eine Submission einzufahren. Ich glaube, der Junge ist noch gar nicht klar, der weiß ja gar nicht, dass er jetzt gewonnen hat. Backpfeifen von der Bank, Biko holen ihn wieder zurück auf den Teppich.
Aber der hat alles richtig gemacht. In dem Moment, als Wahid nicht getappt hat, hat er sich den Arm unter die Achsel geklemmt, hat das nochmal tighter gezogen. Dadurch hat er den Arm ein bisschen in den Körper. Aber ein eigentlich völlig gewonnener Kampf. Ja. Er hätte aufstehen sollen. Wenn er mal auf dich gehört hätte, Frank. Oh Mann. Oh Mann. Boah. So, jetzt muss mein Puls erstmal wieder runterkommen. Können wir nochmal so ein bisschen Musikanlage haben? Nein. Das offizielle Urteil. Dann kommen wir zum Urteil. Sieger durch Armbar nach 3 Minuten 8 Sekunden in der zweiten Runde. Der Kämpfer aus der blauen Ecke, Mike Engel. Unglaublich. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Also wirklich Respekt. Wenn man sich überlegt, das ist jemand, der gerade mal einen Kampf vorher hatte, da so die Nerven zu behalten, nicht aufzugeben. Ich glaube nicht, dass der überhaupt wusste, was er da tut. Ich glaube, der weiß immer noch nicht, was er tut. Dann hat ihm sein Trainer aber das Richtige beigebracht. Wer so auf Autopilot das noch hinkriegt, der hat ein bisschen geübt.